Ja, Freunde, es wird sicher schon gemerkt haben, wo ich da bin. Jawohl, bin wieder da in meinem mystischen Wäldchen herin. Bin jetzt einmal ein bisschen auf AIK rausgegangen, dass ich nicht mittendrin bin. Da schaut es auch recht schön aus. Da ist jetzt weniger groß, aber sterben wir nicht. Und da werden wir es jetzt ein bisschen gemütlich machen. Zum Essen gibt es heute nichts, falls wer drauf wartet. Nein, es gibt heute nur einen Kaffee. Und Hängematten habe ich dafür mit, die haben wir da aufhängen und kauft, das möchte ich jetzt alles einmal so ausprobieren. Ja, und jetzt sage ich, baue auf und dann sehen wir uns. Wenn wir es wieder gemütlich gemacht, haben wir schon alles hergekriegt. Steht alles. Ich habe eigentlich geglaubt, wir haben keine Gössen mehr da, aber da sind da ein paar da. Naja, kann man nichts machen, ich habe heute nichts mit. Weil ich eigentlich schon gerechnet habe, dass die Gössenzeit vorbei ist, aber ist halt so. Ja, wie gesagt, ich habe heute eigentlich nichts mit zum Essen, gibt es heute nichts. Ja, es ist in der Zwischenzeit auch schon 15 Uhr. Ich bin heute spät weggekommen und will eigentlich nur ein bisschen gemütlich entspannen, Kaffee heraus. Die Hängematten habe ich auch aufgehängt, die ist jetzt dahinter, zeige ich euch nachher dann. Und gibt es eigentlich nur einen Kaffee. Auf den habe ich schon einen Guster. Ja, das passt auch schon. Wenn wir jetzt einmal genießen, meine Krankensaison. Prost, wird's mal gesund. Und alle anderen wird's mal nicht krank. Prost, Freunde. Und was natürlich der Vorteil ist, mit den ganzen, mit den Stockerl da quasi, ich kann mich wirklich hinhocken, wo ich will. Ich bin auf keinen umgefallenen am Baum mehr angewiesen, das ist schon Weltklasse. Also spanne mir immer mein Tab mit auf. Ist ja ratzfatz aufgestellt. Ja, ich bin jetzt ca. 15 Meter weg vom Tab. Weiß auch, wenn der Wolkstuhl da unten nicht vierer blitzen, hätte das silberne, hätte das wahrscheinlich da keiner sehen. Und selbst die Hängematten fügt sich da eigentlich super dazu ein. Erstens weiß keiner, wo ich bin. Und zweitens, wenn da einer in 40, 50 Meter vorbeirennt, sieht er gar nichts. So, jetzt haben wir eine totale Fuhren drauf. Ist eigentlich nur in der Mitte der kleine dünne Baum da im Weg. Und so kann man das ja nicht einmal gescheit sehen. Ja, ein paar lästige Gössen sind schon noch da, aber zum Glück nicht wirklich viel. Ja, es macht sich immer wieder bei mir bemerkbar. So ein kleines Tab reicht mir wirklich vollkommen aus. Na, jetzt werde ich aber meinen Kaffee dann austrinken und dann werden wir ein bisschen reinschlagen in meine Hängematte. Ja, ich würde sagen, so kann man es gut gehen lassen. Wenn man da mal ein Ding dabei hat in der Nähe und man kann sich da schön wegstessen, dann kann man sich eine kleine Schaukel basteln. Ah, herrlich. Wenn ich aufpasse, dass ich nicht einschlafe. Ein bisschen Anhänger. Ist schon nicht so zwider. So. Oh, jetzt werde ich aber trotzdem noch meinen Kaffee schnell fertig trinken. Da wird es ruhig gezischt. Ist immer noch warm. Ja, ich glaube, ich werde mir noch einen Kaffee genehmigen. Wir haben es jetzt kurz nach 4. Ja, da kann man schon einen trinken, würde ich sagen, oder? Werde ich mir noch einen kleinen genehmigen. Also richtig schön, da scheint mir jetzt genau die Sonne ins Gesicht. Durch die Bahn durch, richtig mystisch oder episch, 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 wie man sagt.
Ja, ich würde sagen, ich werde jetzt austrinken und schön langsam zusammenräumen. Ja, ich würde sagen, das ist okay. Ich habe eine schöne Zeit wieder gehabt. Ich sagte, ich muss ja keine zig Stunden herausziehen. Mir reichen ein, zwei Stunden ohne oft. Ich kann ja jeden Tag rausgießen. Ah. Genau dasselbe auf der Herüberseite. Und so mal, es war nichts. Ja, von den Heringen habe ich immer so vier Titanheringe dabei. Das reicht eigentlich vollkommen aus und die sind auch leicht. Die halten auch ganz gut. Ein bisschen noch wuseln, das ist eigentlich nur alles. Ein bisschen zusammentreten. Gehen wir. Wow, na, der ist morsch. Der ist da gehängt davon. 10 cm, kein Wunder, dass der umgefallen ist. Ein ordentlicher Oschi. Gewaltig. Also da innen wirklich komplett verfault. Und wenn es da unten schaut, der hat eigentlich nur mehr auf den Stickel da oben gehalten. Gewaltig. Da wie eine Wucht dabei ist, wenn der umfällt. Kann man sich so gar nicht vorstellen. Ja, Freunde, da wird es jetzt nicht mehr gewaltiges anspielen. Bin jetzt auf dem selben Weg retour, wie ich gekommen bin. Da sind wir eh schon etliche Mal gegangen, das brauche ich schon nicht mehr zu sagen. Ich verabschiede mich an dieser Stücke von euch dann. Ich sage wieder danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Maulen und pfiat euch die Buben.